So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Ja, beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben in dieser Testkammer hier. Und ja, hier haben mich meine Erinnerungen ein bisschen verlassen. Aber als ich das Spiel dann ausgemacht habe, ist mir, glaube ich, wieder eingefallen, wie das war. Und zwar, man konnte, glaube ich, wenn man hier das Ding dazwischen macht, das ausschalten, hier oben. Und ja, dadurch kann man sich dann da durchschnipsen lassen, irgendwie. So nämlich. Und zwar will man dann von der Sache her hier hinten an dem schrägen Plattform-Dingsi Portal setzen und dann hier drüben noch ein Portal setzen. Moment, das war scheiße. Und das ist gerade schon wieder mega eklig zu steuern, aus Gründen. Zing! Genau, und dann fliegt man hier durch und ist an diesem Würfel angelangt, den man ja noch braucht irgendwie, aus Gründen. So. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Und zwar, ich brauche auf jeden Fall den einen Würfel dort oben. Den will ich wahrscheinlich dann... erstmal gucken. So, machen wir mal hier im Portal. Nehmen wir den und leiten das da durch. So. Und dann will ich wahrscheinlich dort unten das Portal hin haben. Das war irgendwie nicht so cool. Okay, machen wir das nochmal anders. Machen wir das Blaue dahin und das Orange steht ja schon. Dann gehen wir erstmal hier durch. Wieso sitzt jetzt das orange Portal richtig? Oh Mann. Und es hat trotzdem nicht funktioniert. Naja, egal. So. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich ernsthaft verarschen? Da so. Jetzt. So, genau. Dann geht nämlich die Plattform runter. Und ich brauche den Würfel, glaube ich, auch noch. Den brauchte ich, glaube ich, für das Dingens, Bummens. Au, 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 au. Und zwar für den Knopf dort oben. Ich hoffe, das Teil läuft jetzt nicht wieder weg hier. Diese Würfel sind ja irgendwie sehr mobil. So. Und jetzt will ich wahrscheinlich das da hinsetzen erstmal. Und dann will ich den Würfel da weg haben. Und so. Und so. Genau. Fliegt das da hoch. Macht den Knopf an. Dann müsste normalerweise die Plattform runterkommen. Genau. Darüber. Dann das wieder dahin. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Ach Mensch, tut mir leid. Warum ist dir das Leben so schwer? Weiß nicht. Keine Ahnung. Es macht Spaß. Oh, immer noch Bluescreen. Klasse. Yay. Fehlentscheidung for the win. Vor allem, wenn es darum geht, irgendwas in die Luft zu sprengen. Das kommt immer gut. Vor allem, wenn man da selbst mit involviert ist. Beziehungsweise ich und GLaDOS und Wheatley selbst. Naja. Machen wir einfach mal weiter hier. Ja, deine schöne Anlage. Heul nicht rum. So. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Okay. Kernüberhitzung, Kernschmelze. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ja, okay. Gut, wir wollen... Ah ja, an die Testkammer kann ich mich auch erinnern. Und zwar war das hier mit den Lasern. Jetzt muss ich bloß erstmal so... Und so, oder so. Wo war denn das? Ne, ein bisschen weiter rüber. Da so hin. Dann geht der aus. Ah, ne, das wollte ich nicht. Ich will nämlich das Teil bewegen, glaube ich. So? Ja, genau. Das müssen wir jetzt erstmal darüber bringen. Wenn es dann drüben ist. So, ungefähr jetzt. Wollen wir dann. Da. Im Portal hin haben und hier. Und dann hoffen, dass man nicht ins Nirgendwo, ins Nichts springen, aber nö, sieht gut aus. Wunderbar. Dann als nächstes den. Und den. Oh, stopp. Das war verkehrt. Nee, doch, das war richtig. Ich muss bloß weiter rüber. Genau. Moment. Oh, Mensch. Die Steuerung ist heute wieder mega schwammig. Aus Gründen. So. So.
Will nicht brutzeln. So, genau, so ist wunderschön. Und jetzt da hoch. Nein, hier hoch. Genau, weil dann kann ich nämlich hier durchgehen, weil der Laser ausgeht. Und dann kann ich da unten wieder das Teil anschmeißen. So. Genau so wollte ich das haben. Und jetzt Würfel. Wo ist er? Hallo? Würfel? Würfel? Ach, der kommt da hinten. Okay. Dann also zurück. Nette Plattform. Reicht? Nee, reicht noch nicht. So, weiter. Stopp. Und jetzt aber. Würfel. Klong. Ja, so wollte ich das. Und jetzt will ich wahrscheinlich wieder darüber. Irgendwie. Da. So. Und hier hin. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich mit dem Würfel will. Ich muss da drüben das Teil anmachen. Wie war denn das? Also heißt das, ich brauche den Würfel, nee, den Laser irgendwie hier. Richtig? Kommt der bis hierher? Nee, ne? Ach so, da drüben. Ah, okay, das heißt, ich darf jetzt nochmal mit dem gar lustigen Teil hier rumfahren. So. Und dann wollen wir mal die wilde Fahrt starten. Ups, das war das Falsche. Da und da. So. Oh Gott. Oh Gott. So. On the edge of insanity hier. Da so hin. Da durch. So. Dann wollen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Hier hin. So. Ne, stopp. Ich will eigentlich, dass er hier so. Moment, erst will ich den Monitor kaputt machen. Stirb, Wheatley. Stirb. Okay. Ehrlich Danke. Gesagt, ich war da ein bisschen sarkastisch. Die Monitore sind schon ganz nützlich. Also, okay. Wenn du jetzt aufhören könntest, sie ich zu zertrümmern. Könnte, aber ich möchte nicht. Jetzt muss ich mir die Position merken, weil ich muss ja da auch noch irgendwie rüberkommen. Also, der Würfel bleibt hier stehen. Das Blaue da oben. Bitte, oh Gott. Oh Gott, oh Gott! Das war scheiße. So. Nochmal. Ganz an den Rand. So, und dahin. Genau, jetzt ist die Tür offen. Und ich muss jetzt noch darüber, indem ich dort runtergehe und das Orangene dorthin setze. Und dann das Orangene wieder dahin setze. Okay, immer noch nicht. Super! Tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Yay! Das sieht sehr vielversprechend aus hier. Oh Gott. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zur Linken siehst du irgendwelche Lichter. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Das schön. Finde ich auch. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh nein, das ist gar nicht gut. So ein Trollo. Eine gute Idee halten. Kann ich ihn angesichts dessen, was er mit der Anlage gemacht hat nach der Übernahme, töten? Bitte. Es ist 10 vor 2, habe ich da gerade gesehen. Schön. Ja, gehen wir mal hier weiter. Kommen wir jetzt raus. Will ich da rüber? So, das sah gut aus. Und hier rein. Irgendwie. Flupp. Okay, Ladescreen. Schön. Wieder noch ein komisches Level geschafft. Ich bin verwirrt. Das war irgendwie anstrengend mit den Lasern. Dahin und dorthin und überhaupt. Und jetzt hat er den Fahrstuhl kaputt gemacht. Die Pfeife. So. Du lebst. Hi. Toll. Ja? Ich bereite gerade einen Test vor für Schön. Dich. Logisch. Für wen soll Super. Ich sonst machen? Also, wollen mal sehen. Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Prima. Kein Problem, ich mache einen Ausgang für deinen Test. Okay. Hallo? Ach, da drüben. Schön. Wunderschön machst du das. Bing. Sehr gut. Weiter geht's.
Toll. Nachdem ich den Strahl ausschalten sollte, dachte ich, ich hätte dich verloren. Ich begann nach anderen Testsubjekten zu suchen, aber ohne Erfolg. Sind immer noch alle tot. Oh, aber ich habe etwas anderes gefunden. Ich habe eine riesen Überraschung für euch beide. Ernsthaft, freut euch schon mal drauf. Toll. Ich freue mich. Ich freue mich an Keks. Was zur Hölle ist das? Ach, das ist hier das... Was zur Hölle geht hier ab? Ja, räum mal ein bisschen auf. Genau. Ja. Klasse. Das macht das Teil an. So. Und dann will ich das wahrscheinlich... Keine Ahnung. Was will ich damit? Ich will hier oben das so. Und das da. Aber wie kriege ich das da runter? Ich muss im Endeffekt dann darüber, glaube ich. So, jetzt ist das erstmal aus. Oh Gott, das geht schon wieder gut los. Hier oben habe ich einen Würfel. Oder sowas ähnliches. Da oben ist eine Plattform, da ist eine... Hier kann man hochlaufen. Des Hochlaufens wegen. Da drüben kommt man auch hin. Gehen wir mal erstmal da drüben gucken. Ich kenne die Testkammer noch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie war. Also was man hier machen musste. Okay. Hier muss man durch. Um dann hier hinten zum Schluss zu kommen. Naja, okay. Da hinten? Portalwand, danke. Wo bin ich? Da bin ich. Flupp und durch. So. Also, ich brauche als erstes dort oben den Würfel. Wie komme ich an den ran? Indem ich... Nein, da geht er nur weg. Wie mache ich diese komischen Plattformen weg? Das wäre erstmal das Interessanteste. Ich könnte ja erstmal hier durchschießen und da drauf drücken. So. Ah, da kommt gelbes Zeugs raus. Okay. Okay. Ich will... Trotzdem erstmal den Würfel da oben, verdammte Axt. Hä? Also das ist wahrscheinlich zum Beschleunigen dann für hier, für die Rampe, denke ich mal. Aber wie zur Hölle gehen diese Dinger dort oben weg? Wenn ich hier drauf drücke, kam das, ne? Genau. Damit könnte ich dann auch rein theoretisch... Genau, damit kann ich dann das Zeug befördern, das Orangene, und das dann dorthin bringen. Dazu muss aber das Teil stetig an sein. Das wiederum bedeutet, ich brauche das Teil dort oben. Ich drehe mich im Kreis mit meinem Denkmuster. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das da brauche. Moment. Ich will wahrscheinlich... Nee, das macht keinen Sinn. Baum? Moment. Wenn ich da fliege, dann müsste ich ja da rankommen, oder? Oder nicht? Hier kann ich schnell laufen. Yay! Das bringt mir aber keine Punkte. Yay! Wieso gehen diese komischen Dinger dort oben nicht weg? Ich hätte ja gedacht, man muss die aufmachen, dann kann man dann hier mit dem Strahl das Dings holen. Aber das ist irgendwie nicht der Fall. Ich habe auch keinen anderen Knopf mehr gesehen. Vielleicht hätte ich auch einen Knopf übersehen. Hier so hinter dem Dings, hinter dem Rampendings. Aber offensichtlich nicht. Ging es da eigentlich noch weiter? Nee, da war Schluss, ne? Nee, da ging es definitiv nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal probieren, hier irgendwie runter zu springen. So. So nämlich. Genau. Und dann könnte ich ja... Nee, es bringt auch keine Punkte. Oh Gott. Ich könnte aber... Wenn ich jetzt da durchgehe und das Orangene schnell genug versetzt bekomme... Ja, wenn ich das Orangene schnell genug versetzt bekomme. Nee, das ist ja Käse. Das Blaue muss ich versetzen. Ja, das müsste ich versetzen. Ich glaube, dann fliege ich ins Nirvana, wenn ich das mache. So. Prima. Ja. Auch hier werde ich erstmal Schluss machen und nochmal drüber nachdenken müssen. Leider Gottes. Ich hoffe, das Let's Play hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, dürft ihr gerne abonnieren oder mir konstruktive Kritik in Form von Kommentaren unter die Videos setzen. Mein Name ist Zucanus und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!